Von der Politik wünsche ich mir ein größeres Bewusstsein, in welchem Land wir leben, 76 Jahre danach, ein größeres Anerkennen der Bevölkerung und wer sie ausmacht und also ein Kampf für einen postmigrantischen Antifaschismus und für weniger bürgerliche Mitte. Bei der Frage nach der Zivilgesellschaft ist mir wichtig zu unterstreichen, dass wir heute schon an einem anderen Punkt sind, dass also heute schon Dinge passieren im postmigrantischen Theater, bei den neuen deutschen Organisationen, die viel weiter reichen, die diese Gesellschaft schon ganz neu denken, oder sind die politischen Konzepte, die noch nicht hinterherkommen. Also hört zu. Für die Verteidigung der Gesellschaft der vielen braucht es vor allem eins. Ein Paradigmenwechsel, der die Vielfalt nicht mehr als zentrales Problem der Gesellschaft versteht, wie bei Integration oder Leitkultur, sondern als Grundlage und als Ausgangspunkt für ihre Wehrhaftigkeit. Für einen Kampf gegen Rechtsextremismus und einen größeren Schutz der Betroffenen braucht es vor allem ein Bewusstsein dafür, dass das Problem nicht bei der AfD anfängt oder aufhört, sondern dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, wie unser eigenes Denken so eingerichtet ist, dass es so etwas wie völkisches Denken und rechten Terror nicht verhindern kann.